So, da sind wir wieder. Ein neues Video von Savage Scooters. Heute geht es wieder um den 210er Malossi Sport. Wir starten den Zusammenbau und ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Weiter geht's. Wir sind beim Zusammenbau. Zylinder ist gefräst. Wir haben den Einlass gefräst. Wir haben den Kolben gefräst. Also das heißt, die Fräsarbeiten sind abgeschlossen. Jetzt bauen wir zusammen. Beim Zusammenbauen gibt es ein paar Kleinigkeiten bei dem Malossi-Gehäuse, die ich euch gerne näher bringen möchte. Von daher ist es ganz wichtig, dass ihr jetzt einen kurzen Moment mal wirklich mir eure Aufmerksamkeit schenkt. Denn wer ein Malossi-Gehäuse verbaut und ein Lager einsetzt und einen Wellendichtring einsetzt von der Kurbelwelle, der sollte diese Information haben. Also, folgendes. Es geht um diesen Wellendichtring. Dieser Wellendichtring hat das Problem, dass je nachdem, welchen Wellendichtring du nimmst, der Wellendichtring hier an dieser Stelle zu tief geprägt ist. Und wenn der zu tief geprägt ist, dann sitzt die Gummilippe von der Rückseite. Ich zeige euch mal einen Wellendichtring, damit ihr das sehen könnt. Moment. Dabei geht es um diesen Wellendichtring. Bei den Malossi-Gehäusen ist ein Blech-Wellendichtring der einzusetzen ist, weil das Gehäuse keine Expansionsrille hat, wo normalerweise dann diese hier, die Gummi-Wellendichtring eingesetzt werden. Ganz wichtig, wenn an der Stelle vom Wellendichtring keine Rille ist, das ist die sogenannte Expansionsrille, wo dieses Gummi sich hin ausdehnen kann und sich wie so ein Widerhaken festhält, dann kommt ein Metallwellendichtring rein, wenn die Oberfläche völlig glatt ist. So, und diese Prägung ist es, das ich meine hier. Diese Prägung ist zu ausgeprägt und der Gummibereich hier schleift dann an dem Lager. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr diesen Ring einsetzt, ganz genau und explizit darauf achten, dass das Lager freigängig ist. So, also das heißt, wenn ihr das Lager dreht, muss das hier wunderschön freilaufend sein, ja, dass es nicht am inneren oder auf der rückwärtigen Seite an dem Gummiring schleift. Hier haben sich die Wellendichtringe von Malossi und BGM als sehr brauchbar erwiesen. Die Corteco sind etwas zu tief geprägt, die schleifen immer an dem Ring. Von daher würde ich sagen, solltet ihr das nehmen von BGM oder Malossi, und dann hättet ihr an der Stelle keine Probleme. Was sich auch noch anbietet, ist auf der Rückseite das Lager ein bisschen zu fetten, damit es beim ersten Antreten nicht gleich trocken läuft, weil so schnell kommt ja da kein Getriebeöl hin. Daher solltet ihr es ein bisschen unterstützen. Deswegen ist man hier, seht ihr hier auch ein bisschen fett, weil ich das Lager auf der rückwärtigen Seite gefettet habe, damit es nicht trocken läuft beim ersten Ankicken. Wie ihr sehen könnt, ist der Motor schon sehr, sehr weit gediehen. Also ich habe ihn soweit zusammengebaut. Jetzt sind wir an der Stelle, wo wir den Zylinder einmessen möchten, sollen, dürfen, können, um herauszufinden, welche Steuerzeiten wir haben, um für uns festzulegen, wie wir den Zylinder positionieren. Also welche Fußdichtung, welche Kopfdichtung und wie die entsprechenden Zeiten dazu sind. So, das ist jetzt das Nächste, was ich mache. Und dann hole ich euch wieder dazu, wenn wir mal herausgefunden haben, wie die Zeiten sind. Männer, noch mal ein ganz kurzes Wort zu den Stehbolzen. Stehbolzen sind, das jetzt direkt nicht, sind eigentlich eher Dehnstifte und die werden sich über die Zeit hinweg ausdehnen und wieder zusammenziehen und wieder ausdehnen und wieder zusammenziehen. Das heißt, die müssen ja die Hitzeausdehnung des Materials ein bisschen mitmachen. So, mein Tipp an euch ist, wenn ihr den Zylinder ein-, zweimal runter habt und wieder draufsteckt, tauscht diese Zylinderstehbolzen mit aus, weil die... Das müsst ihr euch wie ein Kaugummi vorstellen. Wenn ihr ein Kaugummi zieht, fluppt er immer so lange in den Mund zurück, bis ihr diese Dehnung nicht so weit übertrieben habt, dass er durchhängt. Dann fällt er nur noch runter und passiert gar nichts mehr mit. So verhält sich das hier in etwa auch. Ganz wichtig, nicht zu häufig verwenden. Ne? Also da ein bisschen drauf achten, dass die nicht schon 20 Jahre alt sind. Da wird am allerwenigsten Augenmerk drauf gelegt, dass wenn man einen neuen Zylinder verbaut, auch diese Zylinderstehbolzen oder Dehnstifte mittauscht. Und noch ein kleiner Tipp am Rande. Moment. Die immer mit Hochfestkleber einkleben, damit die, wenn ihr mal die Muttern löst vom Zylinderkopf, dass die Bolzen nicht gleich mit rausgehen. Und wenn ihr die mit Hochfest einklebt, dann bekommt ihr die auch nur wieder raus, wenn ihr das Gehäuse entsprechend richtig schön heiß macht. Ja, also ihr müsst es richtig mit dem Heißluftföhn richtig schön heiß machen, dann wird der Kleber auch entsprechend flexibel und dann geht der Kleber auch wieder in die andere Richtung raus, nämlich mit dem Stehbolzen, und ihr beschädigt euch nicht das Gewinde. Das ist, sollte man vielleicht auch noch mit auf dem Schirm haben. So, Steuerzeiten.
Haben wir ausgemessen. Komm, ich kaum sehen. Steuerzeiten haben wir ausgemessen. Sind jetzt wie folgt. Hubausgleich am Kopf komplett. Tutti completi. Das heißt, wir unterlegen den Kopf mindestens um 1,5 mm. Wobei wir die Quetschkante ermitteln müssen. Und die sollte so bei 1,2 liegen. Das heißt, ich muss das mal messen. Tatsächlich, um zu gucken, was rauskommt. Jetzt aktuell haben wir bei den Steuerzeiten 120, 121, 180, 181. Also wir haben den 30er VA erreicht. Das passt jetzt wie die Faust aufs Auge. Und jetzt geht es darum, die Quetschkante zu vermitteln. Ah, als kleine Information noch. Eine 0,2er Papier- oder Aluminiumdichtung solltet ihr schon noch drunter machen. Nicht plan auf dem Block. Das kann gut gehen, das muss aber nicht gut gehen. Von daher 0,2er Fußdichtung und den Rest am Kopf. Und ich messe jetzt mir mal die Quetschkante aus und dann komme ich gleich zu euch zurück. Und dann sage ich euch, was wir für eine Quetschkante verbaut haben. Also 120, 180 haben wir auf jeden Fall erreicht. Ich freue mich. So, jetzt noch unbedingt ein Wort zum Malossi-Zylinderkopf. Habe ich noch irgendwo einen liegen? Nein, habe ich nicht. Schade. Wenn ihr Malossi-Zylinder verbaut, ein ganz wichtiger Tipp. Malossi-Zylinder, aus was für Gründen auch immer, die kannst du nicht einfach auf den Block stecken, egal bei welcher Welle, ob 57er oder 60er Welle, und den Kopf drauf schmeißen und dann zusammenschrauben. Da sind schon Quetschkanten rausgekommen von 0,2. So, das haut nicht hin. Das heißt, mein Tipp an dieser Stelle, bitte ganz wichtig, solltet ihr Malossi-Zylinder verbauen, messt euch, egal was ihr tut, immer die Quetschkante aus, wenn ihr fertig seid, mit Steuerzeiten messen, mit allem drum und dran. Immer die Quetschkante, ne? Bedenken. Ich habe nämlich jetzt hier am Kopf den kompletten Hubausgleich gemacht. Ja, also ich habe am Fuß eine 0,2er Dichtung. Ne? Das ist, eigentlich müsste ich jetzt theoretisch, mathematisch, nur noch 1,3 mm am Kopf unterlegen. Ich musste aber, um auf eine Quetschkante von 1,29, also 1,3 zu kommen, 1,8 mm am Kopf unterlegen. Das seht, oder da seht ihr, dass es wichtig ist, auf jeden Fall auszumessen. Ansonsten könnt ihr da ganz furchtbar mit aufs Maul fallen. Und ihr wundert euch, warum der Zylinder in Fritten ist, wenn ihr 500 Meter gefahren seid. Bitte immer die Quetschkante ausmessen. So, als nächstes, jetzt muss ich den Vergaser bearbeiten. Weil der Vergaser, der da drauf soll, das wird ein 26er SI sein. Und den müssen wir ja entsprechend vorbereiten. Das heißt jetzt, warte mal, ich kann den Motor mal hochklappen. Der Motor ist soweit fertig. Den Deckel muss ich noch entsprechend bearbeiten. Den Deckel muss ich noch entsprechend bearbeiten, damit auch sicher geht. Ihr seht hier die Laufspuren. Das ist die alte Kupplung mit neuen Belegen. Ihr seht an den Marken hier dran, dass der Korb am Deckel geschliffen hat. So, manchmal schleift er, manchmal nicht. Jetzt muss ich den Deckel noch bearbeiten, damit der hier schön sauber drauf passt und die Kupplung nicht gleich komprimiert ist. Und dann sollte das auch funktionieren. Also, als nächstes machen wir den Deckel drauf, dann machen wir den Vergaser drauf, Hinterrad, Bremse etc. pp. Und dann wäre der Lümmel schon einzuhängen. Ah, da. Eine Zündung werden wir auch noch verbauen. Da haben wir uns dazu entschieden, die alte Zündung nicht mehr zu verbauen, weil es vielleicht sein könnte, dass das Polrad nicht mehr hundertprozentig wuchtig ist, sodass das alte Polrad womöglich den Schaden am Lager, der im Motor war, verursacht oder begünstigt haben könnte. Unwuchtige Polräder taumeln Kurbelwellen auseinander. Bitte achtet drauf. Ich habe da ein Video zu Motorschaden 221 Polossi. Das könnt ihr euch mal anschauen oder ich verlinke euch das hier oben irgendwo. Da habe ich das genau das Problem gehabt. Da habe ich ein altes Polrad von mir genommen. Dachte, das ist nur gut, war scheiße, war das war nicht gut. Und das hat mir wirklich das Glöckchen, das Matsu-Glöckchen auseinandergetaumelt. War sehr unschön, aber die konnte man halt noch, ne, noch mal neu richten und dann war der Drops gelutscht. Kein Thema, aber ja, ist halt unschön. Ne? Deswegen immer darauf achten, dass ihr vernünftige Zündungen verbaut, sprich vernünftige Polräder verbaut. So, jetzt aber genug gesabbelt, jetzt müssen wir weitermachen. Der Bock ist fertig, also der Tourer ist fertig. Da steht er. Ja. Und ja, jetzt ist die heiße Zeit gekommen. Jetzt wollen wir mal gucken, was er zu leisten imstande ist. Was bedeutet, wir werden ihn jetzt auf den Prüfstand stellen. Mal gucken,
wo die Leistung so anlegt. Ich habe geschätzt, wir haben so 21 bis 22 PS vielleicht. Was dabei rauskommt, jetzt gehen wir es mal an. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich auf jeden Fall.